Oh mein Gott! Warum ist denn hier? Da ist noch ein Case bei der Spawner. Hier ist der dritte. Hier, ich fass es nicht. Ich fass es nicht. Da ist noch ein Case bei der Spawner. Das Ding ist, welcher Mensch geht bitte in einer Minecraft-Welt los und sucht in einer Minecraft-Welt wegen Betten nach Villager-Dörfern? Gibt es irgendjemanden, der das schon mal gemacht hat? Das ist so sad. Vor allem, ich muss doch auch irgendwann mal aus diesem Winter-Wonderland hier rauskommen. Also hier ist ja alles zugeschneit und nur dieses Fichten zugeschneite Biom. Hier muss doch mehr sein als nur das. Was musst du an einem Tag tun? Also eigentlich muss ich fast täglich. Also müssen eigentlich nicht, aber ich mache es halt einfach, weil es so mein Grundprinzip ist. Ich muss fast täglich halt die Videos schneiden, hochladen und uploaden und fertig machen und ne, dass ihr die Daily habt so. Aber das ist ja was ich freiwillig mache. So, das ist ja jetzt nicht, ich muss es unbedingt tun. Ja, das will ich halt selbst, du weißt, wie ich meine. Das macht mir halt selbst auch Spaß, mich deswegen da manchmal zu stressen für. Und das ist halt dann mal so mein Ding, wisst ihr, was ich meine? So, das muss ich eigentlich fast täglich machen. Dann habe ich mir so selbst als, auch eigentlich selbst, ist ja, glaube ich, alles selbst, was man machen muss. Weil eigentlich musst du am Tag nichts machen, außer kacken, essen und pullern. Und trinken. Trinken nicht vergessen. Trinken ist auch wichtig. Ja, nur was halt auch selbst so mein Ding ist, ist so, ich will eigentlich täglich versuchen zu zeichnen. Also ich gebe dafür mein Bestes, weil ich will meine Zeichenskills noch verbessern und das halt jeden Tag weiter, so wisst ihr, wie ich meine. Und übrigens sind wir jetzt schon so weit von zu Hause weg, dass ich echt eine ganz lange Zeit brauche, um da wieder überhaupt irgendwie hinzufinden. Aber das wird, alles gut. Und Leute, es ist immer noch Nacht, weil ich immer noch kein Bett habe oder kein Dorf. Yo, was ist das denn hier? Ich dachte, ich komme hier rüber, aber nichts ist... Hallo, wir sind durch das Safe 1450, oder ja? Das sieht ja so heftig aus, wenn man hier so runterguckt. Einfach, boah, heftige Schlucht. Das wäre auch ein heftiger Bauspot. Aber wir haben ja schon unseren Bauspot. Die Frage ist, wie kommen wir da jetzt am schnellsten rüber? Ich habe nicht mal Blöcke. Ich hoffe, mich schießt jetzt kein Skelett oder so runter. Ist hier irgendwo eins, was mich bedrohen könnte? Das ist kein Skelett, das war ein Zombie. Oh, und es fängt an zu schneien. Da unten ist was. Was ist das da? Da unten ist irgendein Gebäude. Da ist dieses Ding, was, halt zum Raiden. Ich will eigentlich nicht da irgendwie in die Nähe kommen, weil ich brauche keine Raids momentan. Wir haben ja jetzt erst einen Raid gemacht und ich habe noch 7 Totems auf Undying. Aber ich schreibe mir den Spot auf jeden Fall auf, so. Beziehungsweise ich schreibe ihn mir auf, ich screenshotte mir die Koordinaten ganz einfach. Und, oh nein, wir sind tot. Wir sind tot. Oh mein Gott! Ah! Wir haben ja ein Totem auf Undying. Oh mein Gott. Ich habe es gerade schon vor meinem geistigen Auge gesehen. Das war ja mal wieder so noobig. Das war ja wieder mal... Ey, ich war mit meinem Kopf scheinbar schon wieder 1000 Welten weiter. Was habe ich mir denn dabei gerade gedacht? Vor allem, ich prall so auf und einfach... Bam, Totem auf Undying. Das sah ja mal so heftig aus gerade eben. Das sah ja so heftig aus wie dieses... Puff und... Alter, oh. Ich dachte mir gerade schon so, oh fuck, nein, mein Stuff. Und dann, bam, Totem of Undying. Leute, und ich glaube, das mit dem Villager-Dorf brauche ich nicht mehr lang versuchen. Ich glaube, ich kann langsam anfangen zurückzulaufen. Der Rest würde nämlich absolut keinen Sinn machen. Wir könnten ein Nether-Portal machen. Weil über den Nether bin ich auf jeden Fall schneller zu Hause, als wenn ich jetzt hier über die Berge und so kletter. Dann töte ich da vorne noch einmal die Schafe. Da steht sogar eine ganze Menge an Schafen. Dann haben wir nämlich von denen auch gleich die Wolle. Mit der Wolle können wir dann auch wieder einiges machen an Betten. LOL, da unten ist eine Mine. Hier ist eine Mine. Die würde ich ganz schnell noch kurz abluten. Vielleicht finden wir hier auch einen Lavasee. LOL, als ob hier einfach eine Mine ist. Ich muss mal ganz kurz hier zumachen. Mein Inventar ist halt voll mit Crap, ne? So, damit wir das wenigstens so ein bisschen aufgeräumt haben. Das kann ich mitnehmen, das, so. So, dann nehme ich gleich hier auch alle Cobwebs mit. Weil Fäden brauchen wir tatsächlich auch. Und warum sind hier so viele Emeralds? Jo, schon 6 Stück jetzt. Ja, Leute, und das ist das Ergebnis, wie aus einer... Jo, wir machen eine Villager-Folge, eine Wir-Erkunden-Folge, eine Wir-looten einen... wunderschönen Cave Spider Spawner Folge wird. Sind hier 2 Spawner? Ne, die sind hier einfach gespawnt. Okay, ich wollte schon sagen. Und da sind noch mehr Emeralds. Hä, wo kommen denn die ganze Zeit her? Da hinten ist noch ein Spawner. Hier sind 2 Spawner, 2 Cave Spider Spawner. Ich mache mir jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen was an Platz. Und crafte ein paar Blöcke.
Ich möchte erwähnen, ich weiß noch überhaupt gar nicht, wie ich das hier jetzt schneiden werde, wenn wir jetzt hier noch den Spawner haben. Ich werde es jetzt hier noch ganz entspannt zu Ende looten. Es kann sein, dass es hier wieder 3 Folgen werden circa und ihr die einfach nur mit einem Hey Leute am Anfang von mir aus dem Schnitt sehen werdet. Oder es kann auch sein, dass es nur 2 Folgen werden oder wie auch immer, mal gucken. Vor allem die Cave Spider Spawner werde ich mir screenshotten, weil 2 nebeneinander sind definitiv besser als der eine, den wir jetzt dort haben. Alter, was ist das für ein Mineschacht? Da ist noch ein Cave Spider Spawner. Hier ist der dritte. Was? Wie geht das denn? Warum sind hier 3 Cave Spider Spawner? Die sind auch fast direkt nebeneinander, bin ich der Meinung. Alter, das sind wirklich 3 Cave Spider Spawner. Und ich höre hier doch noch irgendwo. Hier ist doch noch irgendwo was. Ja, hier ist ein Cave Spider Spawner. Dann ist hier ein Cave Spider Spawner. Und dann ist. Wo war der letzte, Leute? Ich hab's vergessen. Genau hier. Hier. Dort und noch einmal weiter. Wie krank ist das bitte, lol. Alter, das ist ja gerade, das ist so krank. Das ist der Jackpot des Jackpots. Wenn hier jetzt auch irgendwo ein normaler Spawner wäre, dann wäre das OP. Ich loot das auf jeden Fall hier noch alles durch. Eigentlich müsste ich aufhören aufzunehmen, weil ich heute noch was machen muss. Aber da muss ich heute erstmal drauf kacken, wirklich. Das hier geht jetzt gerade echt wirklich erstmal vor. Vor allem für euch will ich das auch erkunden, weil ich glaube, hier können wir gerade richtig was rausschlagen an Loot. Wir können gerade, guck mal, aus den Stacks, die ich jetzt hier habe an Fäden, können wir so Unmengen an Wolle machen, theoretisch. Nein, irgendwas ist bei mir kaputt gegangen. Nicht meine Brust. Leute, ich muss kurz. Wir müssen uns ganz kurz einen neuen Eisen farmen und uns ganz kurz eine Brust machen. Sonst bin ich hier gleich tot. Ich habe jetzt auch keinen Tod und ich habe keine Absicherung mehr. Ich darf nicht sterben. Wenn ich hier sterbe, dann haben wir alles für umsonst. Alles für umsonst, wirklich. Weil den Stuff bekomme ich safe nicht wieder. Der Stuff ist dann weg. Oh, hier ist ein Lavasee. Den müssen wir uns merken. Da screenshot ich mir direkt die Koordinaten. Weil mit dem Lavasee kommen wir zurück nach Hause durch den Nether. So, okay, ich habe jetzt einen Eisenhelm. Und das muss erstmal reichen jetzt. Meine Hose ist auch fast kaputt. Oh, scheiße. Wir sind so am Arsch. Und ja, Leute, ich weiß, Da sind Dias. Oh mein Gott. Als ob wir jetzt hier einfach Dias finden. Ich habe Glück 3. Ich baue die jetzt einfach schnell ab. Lol. Okay, wir machen uns daraus auf jeden Fall eine Dia-Hose dann. Wenn die Hose kaputt ist. Ich habe noch... Sowas habe ich noch nie erlebt. Noch nie. Okay, wieder ein Emerald. Was ist das? Was... Wo bin ich hier? Oh mein Gott. Ich habe sowas noch nie... Noch nie. Ich könnte mir ein Schild craften. Ich muss mir dann auf jeden Fall noch ein Schild craften. Nein, oh mein... Hä? Nee, doch. Doch, für ein Schild braucht man mehr Eisen, als ich habe, ne? Nee, da. Ich würde schon... Hä, wir brauchen doch nicht... Ich würde schon sagen. Wir brauchen doch nicht mehr Eisen. So. Alter, ihr müsst es gerade wirklich sehen, wie ich gerade vor meinem PC sitze. Ne, ich sitze gerade wirklich mit offenem Mund hier und meine Augen komplett weit aufgerissen. Einfach nur, damit ich hier wirklich nicht sterbe. Da ist der Spawner. Oh mein Gott, wenn hier noch irgendwo ein Spawner ist, raste ich hier heute noch aus. Weil wirklich jetzt, wenn hier noch ein 4. Cave Spider Spawner ist, dann ist wirklich mit der Welt vorbei. Alter, was ist das? Wie groß ist bitte diese Mine? Wie groß ist diese Mine? Goldapfel? Hier, ich fass es nicht. Ich fass es nicht. Da ist noch ein Cave Spider Spawner. Da ist wirklich noch ein Cave Spider Spawner. Wie kann das bitte sein? Der 4. Cave Spider Spawner. Der hier in der Mine ist. Und ich glaube, der ist auch gerade mal 50 Blöcke oder so entfernt von den anderen. Alter, wenn hier noch ein Cave Spider Spawner ist, dann komme ich echt nicht mit meinem Leben klar. Alter, was passiert hier? So, okay, weiter geht's. Die Schlucht geht da oben weiter. Und da oben ist sogar ein Ausgang aus der Schlucht. Heißt, wir kommen hier sogar locker easy raus. Hallo? Du kannst doch niemandem erzählen, dass so... Wie ist denn hier der Mineshot generated worden? Das macht doch gar keinen Sinn. Hier fehlt komplett das Holz. So, was ist denn in der Kiste drin? Eisen? Na, ja, Eisen brauchen wir nicht. Lol. Das da und das Nametag können wir mitnehmen, so. So, okay, hier haben wir jetzt alles gelootet. Hier haben wir alles gelootet. Da haben wir auch alles gelootet. Das Obsidian, ich fange jetzt direkt mal an, Obsidian kurz abzubauen. Dass wir, wie gesagt, erfolgreich nach Hause kommen können. Die Frage ist, wo kriegen wir jetzt einen Flint her? Und ich glaube, ich muss sogar nochmal anfangen, Eisen zu schmelzen. Wirklich, hier sind einfach wirklich 4 Cave Spider Spawner drin. 3 direkt oder fast direkt nebeneinander. Dann haben wir
über ein Stack Wolle im Prinzip, weil ich mache auf jeden Fall ein Stack dann Wolle da draus, heißt die Bettenprobleme, die wir seit Folgen haben, ich glaube seit Folge 25 haben wir Bettenprobleme, haben sich dann hiermit auch gelöst. Jetzt ist die einzige Herausforderung, die wir wirklich noch haben, im Nether zu überleben. Und das wird jetzt wirklich nochmal ein Akt. Ab in den Nether nach Hause. Hoffentlich. Hoffentlich spawnen wir nicht irgendwo richtig beschissen. Okay. Es ist nicht schlecht, aber gut würde ich es jetzt auch nicht nennen. Genau, und hier gleich müssten wir eigentlich schon da sein, wenn ich mich nicht irre. Hier in 50 Blöcken. Oh ja, vorher kommt nochmal Lava uns besuchen. Nee, aber hier in 50 Blöcken circa müsste schon das Portal stehen. Ja, da ist es. Sag ich doch. Okay, dann können wir uns hier auch gleich mal markieren. Vielleicht, falls ich das in Erinnerung behalte. Dass es hier ganz weit weg von unserem Zuhause geht. Falls ich mal farmen will oder sowas. So, und jetzt machen wir uns wirklich direkt erstmal ein Stack an Wolle. Das ist nämlich jetzt echt wichtig. Wolle. Weiße Wolle einfach nur. Sehr gut. Und der Rest ist trotzdem, es war trotzdem eine gute Ausbeute. Leute, ich würde sagen, ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. War ein bisschen chaotisch, ich entschuldige mich nochmal dafür. Ich hoffe, wir sehen uns morgen um 17 Uhr wieder. Bis dann und ciao.